Ich bin gerade in Ruhe eingegangen und die Gegenwart ist extrem gewaltig. Und ja, Gott ist so witzig, weil er macht die Wege allem unterschiedlich. Oft mal Zuckerpillen oder oft mal Leindrücken. Also, ich habe jetzt gerade irgendwie eine Begegnung gehabt. Ich habe mich irgendwie in einem Kinosaal befunden, über so Lava. Und es ist schon viel mal gelaufen, die Leidensgeschichte. Jesus, wie er am Kreuz war und wie er gekreuzigt worden ist und alles. Und es war so, also ich bin so überwältigt gewesen für die Bilder. Die, was ich da gesehen habe, was er alles auf sich genommen hat für uns. Und ich bin da gesessen, mir sind die Tränen nachgerunnen. Und vor mir merkte ich, dass neben mir jemand sitzt. Und es war Jesus. Er hat mir um die Tränen aus dem Gesicht gewischt. Mit einem Lächeln. Sag er, alles, was sie auf mir genommen hat. Ein jedes Blut, was geflossen ist. Jeder Tropfen, jede Demütigung, jede Verachtung. Es war es wert, weil es war für ihn, für meinen Bruder. Er hat nein gesagt, dass er es gern getan hat, dass er sich nicht gewehrt hat, weil er gewusst hat, dass er in der Gemeinde wieder weiterlebt, dass wir mit ihm aufstehen und dass wir ihm die Gelegenheit geben, einfach in der Gemeinde einfach im Namen des Vaters zu preisen und zu loben. Und ja, es war es wert, jeder und seine Tropfen. Nacht, wo Jesus verraten wurde, dann nahm er das Brot, er segnete es, er sagte dem Vater Danke, er brach es und sagte, dass mein Körper, der für euch Leben gegeben wird, nehmt und esst alle davon und tut es in liebevoller Erinnerung an mich. Kelch, er dankte dem Vater noch einmal, sagte, das ist der Kelch des neuen Blutes in meinem Bund, des neuen Bundes in meinem Blut. Nehmt und trinkt all daraus und tut es in liebevoller Erinnerung an mich. Du magst Probleme haben im Alltag, der Familie, im Beruf, dem eigenen Leben, dem eigenen Denken, mit Geschwistern, mit Leitern, mit wem auch immer. Aber du musst dich fragen lassen, ist das wert, dass du dich trennst von dem, was der Herr hier macht? Ist es wert, dass du zurückgehst? Oder ist es es wert, dass du heute ganz neu auf Jesus schaust, dass du vergibst und verzeihst, dass du so die Sünden anderer in die Tiefen des Meeres wirfst, wie Jesus deine Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen hat? Brauchst nicht du seine Vergebung? Brauchst nicht du seinen Segen? Brauchst nicht du seine Gnade? Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Kein Problem ist zu groß für ihn. Keine Schuld zu schwer, keine Not zu groß. Um mich neu anzufangen, mich neu zu sagen, Jesus, es war nicht vergeblich, was du gemacht hast. Nicht für mein Leben, nicht für meinen Bruder, nicht für meine Schwester. Es war nicht vergeblich. Und ich will dir mehr vertrauen als meinen Gefühlen, mehr vertrauen als meinen Gedanken, die mit mir Katz und Maus spielen.
will zu dir kommen. Ich will nicht zu dir kommen wie der Zöllner, ich meine wie der Pharisäer im Tempel, der sagte, Gott, ich danke, dass ich nicht so bin wie der andere da drüben, sondern ich will zu dir kommen wie der Zolleintreiber, der sagte, Jesus, sei mir Sünder gnädig, Gott, sei mir Sünder gnädig. Herr, wir brauchen dich, ich brauche dich. Ich will kommen wie der Zolleintreiber. Ich will nicht kommen mit der makellosen Weste von Selbstgerechtigkeit, die letztlich nur ein beflecktes Tuch ist. Unsere Eingerechtigkeit ist wie ein beflecktes Tuch. Ich will kommen mit deiner Gerechtigkeit. Ich will sagen, ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich jeden Tag. Ich brauche dich so sehr. Ich bin wegen dir da. Ich bin nicht da wegen Geschwistern oder was Leute denken oder sagen oder weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich nicht da wäre, sondern ich bin da wegen dir, weil du es wert bist, Herr. Ich will zu dir kommen, von dir essen und trinken, weil du es wert bist, Herr. Du hast schon das gesagt über das Blut Christi. Also kommen und für Brot und Wein danken. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben hingegeben hast für uns als Sühneopfer. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben nicht als Wert empfunden hast, damit du uns gewinnst, Herr. Damit wir Vergebung haben dürfen, Jesus, vor dem Vater, Jesus. Vater, ich danke dir einfach jetzt für die Gemeinschaft untereinander. Danke, Jesus, für dein Blut, das du vergossen hast und für deinen Leib, den du zerbrochen hast, Herr, um Gemeinschaft mit uns zu haben, Herr. Ich danke dir für die Kraft, die im Blut ist, Herr, für die Heilung, die du uns gibst, Herr, und die Gemeinschaft mit dir. Amen. Wir sind, o Herr, hier als dein Leib zusammen, sind viele Glieder, doch sind alle eins.
sind deine eigenen Glieder und sind so all im Innenleben eins. Es ist ein Leib in diesem Weltenraum, wir sind sein Ausdruck hier auf Erden. Wir sind vermengt hineins an diesem Ort, für all zu sehen, für all zu sehen. Das seine Brot ist deines Leibes Zeichen, gebrochen war's, dass jeder davon nimmt. Indem wir dieses Brot nun teilen, essen mit allen Heiligen Einheit wir erklären. Es ist ein Leib in diesem Weltenraum, wir sind sein Ausdruck hier auf Erden. Wir sind vermengt hineins an diesem Ort, für all zu sehen, für halt zu sehen. Ein Brot, ein Kelch auf diesem Tisch, die zeigen, wir haben kein andere Wahl mehr, wir sind eins. Christus erlöst uns, macht uns zu seinem Leibe, wir sagen nur, Herr, Amen, wir sind deins. Es ist ein Leib in diesem Weltenraum, wir sind sein Ausdruck hier auf Erden. Wir sind vermengt hineins an diesem Ort, für all zu sehen, für all zu sehen. Wir stehen als eins und können nicht getrennt sein, denn unsere Einheit, Christus ist allein. Ein Brot, ein Kelch, in Einheit wir sie teilen, sieht sichtbar Zeichen unserer Einheit sein. Es ist ein Leib in diesem Weltenraum, wir sind sein Ausdruck hier auf Erden. Wir sind vermengt hineins an diesem Ort, für halt zu sehen, für halt zu sehen. Welch Freud zu stehen in dieser Einheit Segen. Wir spüren, Herr, dass du zufrieden bist. Und wir sind auch zufrieden und gesegnet des Hochzeitsfestes Vorgeschmack dies ist. Es ist ein Leib in diesem Weltenraum. Wir sind sein Ausdruck hier auf Erden. Wir sind vermengt hineins an diesem Ort, für halt zu sehen, für halt zu sehen. Es ist ein Leib in diesem Weltenraum, wir sind sein Ausdruck hier auf Erden. Wir sind vermengt hineins an diesem Ort, für halt zu sehen, für halt zu sehen. Amen. Wir kommen zur Liebesgabe. Wir wollen die Liebesgabe dem Herrn geben, als ein Zeichen der Hingabe, der Anbetung. Dankeschön. Um dem Herrn zurückzugeben, was wir von ihm empfangen haben. Er hat sein Höchstes, seinen Sohn, nicht verschont,
sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Er hat uns Versorgung gegeben, er gibt uns Versorgung, materieller Art, er schenkt uns Freunde und liebe Menschen in unser Leben, die uns ermutigen. Und darum lade ich dich ein, dass du jetzt deine Gabe gibst als eine Saat der Liebe, des Glaubens und der Liebe, in dem Wissen, dass du nicht ärmer wirst, sondern dass es ein Vorrecht ist, ein Segen ist zu geben. Der Geber Gott, der alles ergeben hat, lebt in dir. Er, der gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Er lebt in dir und er will sich ausdrücken in dir, in diesem Geben. Und ich möchte auch denen am Internet, die vielleicht schon Jahre zuschauen und das immer für selbstverständlich nehmen, dass wir diesen Dienst machen, ich möchte dich einladen, mehr noch für dich, als dass du das unterstützt und möglich machst mit der Übertragung. Mehr für dich, gib eine Liebessaat. Sei nicht nur ein Nehmer, sei ein Geber. Und deine Freude wird vollkommen sein, in dem, wie der Herr dich leitet. Amen. Jemand hat geschrieben unter dem Pseudonym Christus. Für religiöse Menschen mag das ein Anstoß sein. Ich habe kein Problem, wenn du dich unter dem Pseudonym Christus zeigst, weil Christus, wenn Christus dich lebt, wenn Christus dein Herr ist, dann kommt Christus durch dich hervor. Ich lade dich ein, Christus, dass du wie Christus sprichst, dass du wie Christus den Vater lobst, auch zu Hause vielleicht, in deinem Wohnzimmer, deinem Büro, egal wo du jetzt sitzt. Halleluja. Ich lade jeden anderen auch ein. Carmen, ich meine, Hilde ist dabei aus Krumbach. Verschiedene andere haben sich jetzt noch hinzugeschaltet. Ist ein Segen, verbunden zu sein mit dem Herrn. Ist ein Segen, miteinander verbunden zu sein. Preis dem Herrn. Wenn du ein Zuschauer bist und geben möchtest, nicht weißt wie, du kannst auf die Webseite Glaube der Liebe gehen, glaubederliebe.at, dort Menüpunkt sehen, in Liebe, findest du alles, was du machen kannst. Aber das ist jetzt im Moment nicht wichtig. Jetzt im Moment ist es wichtig, dass du den Vater lobst und ehrst. Und wenn du was geben willst, kannst du es einfach von deinem Geldbeutel nehmen, deine Geldtasche nehmen, auf den Schreibtisch legen, in deine Hand nehmen und sagen, das ist meine Liebesgabe. Wie ich es überweise, das ist eine ganz andere Frage. Und natürlich musst du es nicht überweisen, du musst gar nichts machen. Auch hier drin muss niemand irgendwas machen. Der Herr will, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, im Empfangen und im Geben. Denn er gibt Samen dem Sämann. Preis dem Herrn. Dankeschön. Vater, ich danke dir für diese Gaben. Ich danke dir für jede fröhliche Geberin und jeden fröhlichen Geber. Und manchmal sind wir vielleicht nicht spontan fröhlich in dem Moment, wo es mir ums Geben geht, aber wenn wir uns darauf besinnen, wie großzügig du bist, Gott, wie reich du bist, wie großzügig du bist und wie du Ausdruck nehmen willst in uns, dann kommt wieder Freude auf. Ich preise dich dafür. Danke für deine Freude, Herr, für eine große und mächtige, gewaltige Freude. Wir dürfen fröhliche Geber sein, wenn wir etwas sehen und erkannt haben, was andere noch nicht gesehen haben, dass der reich ist, der geben kann, nicht der zurückhalten muss. Amen. Lass uns das Lied proklamieren jetzt, das neue Lied. Fahr ein bisschen zurück, damit wir es gut lesen können. Kommt ein bisschen zum Mikrofon ran. Jeder schnappt sich eine Strophe. Wir wollen ein neues Lied zur Anbetung des Vaters jetzt proklamieren. Auf geht's. Du bist Liebe. Halleluja, du bist Liebe, du bist Amen. Licht, Herr. Amen. Und im Sohn als Leben fließt. Amen. Du fließt im Sohn als Halleluja. Leben. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, lebenreich in uns ausgießt. Amen. Leben gießt du reich aus Amen. In uns. Du bist Liebe, du bist Licht. Amen. Du bist Liebe. Amen.
Halleluja. Und im Sohn als Leben fließt. Amen. Halleluja. Halleluja. Und in uns fließt deine Liebe und Amen. Dein Licht. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest. Amen. Dass wir Licht dein erleuchtest. Ausdruck sind. Amen. Amen. Lebenreich in uns ausgießt. Amen. Halleluja. Amen. In uns gießt du dein Leben reichlich aus. Amen. Halleluja. Liebe zeugt von deinem Wesen. Dein Wesen ist Liebe. Halleluja. Halleluja. Und was du tust, dem Licht entspricht. Amen. Halleluja. Liebe innen. Licht ist außen. Halleluja. Liebe innen und draußen ist Licht. Und Liebe geht einher mit Licht. Amen. 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 Deine Liebe kommt als Gnade, Herr. Amen. Dein Licht zeigt als Wahrheit sich. Halleluja. Amen. Wir genießen dich in Liebe. Amen. Wir genießen, Halleluja, in Liebe. Deine Liebe, Jesus. Halleluja. Wir im Licht erkennen dich, Amen. Herr. Amen. Amen. Deine Liebe dich ans Kreuz trieb. Wir haben es heute schon gehört und bedacht. Psalm 22. Deine Liebe dich ans Kreuz trieb. Gabst dein Leben uns. Wie gut. Amen. Wie gut ist es, Herr. Was wären wir ohne dem? Und dein Licht gibt uns die Einsicht, dass wir wenden an dein Blut. Amen. Wenden an dein Blut, Herr. Amen. Amen. In der Liebe kamst du aus Leben. Amen. Oh, du kamst aus Leben, Herr, in der Liebe. Gabst Gemeinschaft uns mit Halleluja. Dir. Dir, Herr. Durch dein Licht, wir werden rein. Wir werden rein, Herr. In Gemeinschaft leben wir. Amen. Durch das Licht und Blut, das reinigt. Amen. Oh, das Blut reinigt. Reinigt. Deine Salbung stets uns führt. Liebe, Leben, dein Essenz fließt. Amen. Deine Essenz Liebe, Leben ist deine Essenz. Uns erfüllt und tief berührt. Amen. Es erfüllt uns und berührt uns tief. Wir sind Kinder deiner Liebe. Amen. Wir sind Kinder deiner Liebe. Amen. Aber Vater ruft zu dir. Es ruft, aber es ruft Vater zu ruft zu dir. Liebe vertreibt all unser Dunkel. Oh, das Licht vertreibt das Dunkel. Wie dein Sohn nun sehen wir. Amen. Amen. Licht vertreibt all unser Dunkel. Hallo, Licht vertreibt unser Dunkel. Amen. Halleluja, wie wunderbar. Welche Wahrheit, welche Gnade. Amen. Halleluja. Liebe wird im Licht gesehen. Halleluja. Wir brauchen das Licht, um die Liebe zu Amen. Sehen. Amen. Wir dich preisen ohne Ende. Amen. Endlos preisen wir dich, Jesus. Amen. Dich durch Lieb und Licht verstehen. Amen. Der einzige Weg, dich zu verstehen, ist durch Liebe und durch Licht. Danke für dein Strahlen. Amen. Du bist Licht, Herr, und im Sohn als Leben fließt. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, lebenreich in uns ausgießt. Du bist Licht, und im Sohn als Leben fließt. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, lebenreich in uns ausgießt. Liebe zeugt von deinem Wesen, was du tust, dem Licht entspricht. Liebe innen, Licht ist außen, Liebe geht einher mit Licht. Du bist Liebe, du bist Licht, und im Sohn als Leben fließt. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, lebenreich in uns ausgießt. Deine Liebe kommt als Gnade, dein Licht zeigt als Wahrheit sich. Wir genießen dich in Liebe, wir im Licht erkennen dich.
Du bist Liebe, du bist Licht, und im Sohn das Leben fließt. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, Leben reich in uns ausgießt. Deine Liebe dich ans Kreuz trieb, gabst dein Leben uns wie gut. Und dein Licht gibt uns die Einsicht, dass wir wenden an dein Blut. Du bist Liebe, du bist Licht, und im Sohn das Leben fließt. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, Leben reich in uns ausgießt. In der Liebe kamst das Leben, gabst Gemeinschaft uns mit dir. Durch dein Licht, wir werden rein, Herr, in Gemeinschaft leben wir. Du bist Liebe, du bist Licht, und im Sohn das Leben fließt. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, Leben reich in uns ausgießt. Durch das Licht und Blut, das reinigt, deine Salbung stets uns führt. Liebe, Leben, deine Essenz fließt, uns erfüllt und tief berührt. Du bist Liebe, du bist Licht, und im Sohn das Leben fließt. Liebe zeigst, mit Licht erleuchtest, Leben reich in uns ausgießt. Wir sind Kinder deiner Liebe, aber Vater ruft zu dir. Licht vertreibt all unser Dunkel, wie dein Sohn, nun sehen wir. Und Refrain, welche Wahrheit, welche Gnade, Liebe wird im Licht gesehen. Wir dich preisen ohne Ende, dich durch Lieb und Licht verstehen. Welche Gnade, welche Gnade, Liebe wird im Licht gesehen. Wir dich preisen ohne Ende, dich durch Lieb und Licht verstehen. Wir dich preisen ohne Ende. Amen. Dich durch Lieb und Licht verstehen. Amen. Amen. Halleluja, Vater, wir preisen dich. In unserem Loben lobt der Sohn dich, Vater. Wir preisen dich, Vater. Wir machen deinen Namen kund unseren Brüdern. Oh, Halleluja, du hast dein Wesen ausgeteilt, du hast dein Leben übermittelt, du hast nicht nur uns erschaffen, du hast uns gezeugt als deine Kinder in dem Sohn. Wir sind deine lieben Kinder, wir sind die vielen Söhne in dem Erstgeborenen. Halleluja, oh, wir verkünden den Namen, das Wesen des Vaters. Wir preisen dich inmitten der Versammlung, Herr. Halleluja, großer, mächtiger Gott. Halleluja, Vater, wir danken dir für deinen Sohn, Amen. Jesus, den du gegeben hast, den du zum lebenden, gebenden Geist werden hast lassen, Amen. Indem er durch einen Prozess ging. Du hattest so einen wunderbaren Halleluja. Plan, weit mehr als nur den Fall und die Erlösung. Du hattest den Plan, dass er der Erstgeborene unter vielen Söhnen sei. Amen. Erst war er der Einziggeborene, aber dann wurde er der Erstgeborene. Amen. In seiner Göttlichkeit war er der Einziggeborene und dann durch deinen Plan und durch dein Opfer und durch sein Opfer wurde er der Erstgeborene und er hat die Gemeinde geboren, er hat uns geboren. Halleluja, Vater, wie wunderbar ist dein Plan. Wie könnten wir nicht voller Staunen und Begeisterung einfach dastehen und sagen,
Vater, wie wunderbar ist dein Plan. Amen. Du hast an uns gedacht. Du hast an die Liebe gedacht. Du hast an die Liebesgemeinschaft gedacht. Von den vielen Söhnen. Amen. Mit dir. Über den Sohn, in den Söhnen, unter den Söhnen und immer mit dir. Und du lebst in unserer Mitte durch den Sohn. Amen. Und wir leben bei dir durch den Sohn, weil wir sind eins. Du hast uns gezeugt, wir sind von deiner DNA. Es ist viel mehr als erschaffen. Ein Erschaffender gibt, aber ein Vater gibt von sich selbst. Er Amen. Gibt etwas von sich selbst. Halleluja, Vater, wie wunderbar. Wie wunderbar war dein Plan. Wie wunderbar ist dein Plan. Und Halleluja. Wie wunderbar wird dein Plan sein in alle Ewigkeit. Halleluja. Dank dir, Vater. Du bist ein Vater der Liebe, ein Vater der Freude. Ein Vater erfüllt mit Herrlichkeit. Ich bin erfüllt mit der Freude, erfüllt mit der Liebe. Durch Jesus bin ich voll mit Herrlichkeit. Du bist mein Vater, bist mein Vater der Liebe, mein Vater der Freude, mein Vater. Erfüllt mit Herrlichkeit. Ich bin erfüllt mit der Freude, erfüllt mit der Liebe. Durch Jesus bin ich voll mit Herrlichkeit. Du bist mein Vater der Liebe, mein Vater der Freude, mein Vater erfüllt mit Herrlichkeit. Erfüllt mit der Liebe, durch Jesus bin ich voll mit Herrlichkeit. Du gabst mir Vollmacht, dein Kind zu sein, nur deinem Wort glaube ich allein. Dein Wort es zeigt mein wahres Ich, ich bin von oben, lebe im Licht. Du bist mein Vater der Freude, mein Vater. Jesus, bin ich voll mit Herrlichkeit. Du bist mein Vater der Liebe, mein Vater der Freude, mein Vater erfüllt mit Herrlichkeit. Ich bin erfüllt mit der Freude, erfüllt mit der Liebe. Und Jesus, bin ich voll mit Herrlichkeit. Du bist mein Vater. Vater der Freude, mein Vater erfüllt mit Herrlichkeit. Ich bin erfüllt mit der Freude, erfüllt mit der Liebe. Durch Jesus bin ich voll mit Herrlichkeit. Durch Jesus bin ich voll mit Herrlichkeit. Amen. Amen. Warum sind wir voll mit Herrlichkeit? Weil Herrlichkeit ist die Ausstrahlung des Vaters in uns. Wir sind voll mit dieser Herrlichkeit. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich habe noch eine kleine Botschaft für euch. Ich möchte mit euch das Thema behandeln, das Schweigen Gottes. Ich möchte mit euch über das Schweigen Gottes nachdenken, ein interessantes Thema. Und manchmal erlebt man das Schweigen Gottes im Schweigen eines Leiters und wie wir darauf reagieren. Aber manchmal ist es nicht anders, warum ein Leiter schweigt, wie darum, warum ein Vater schweigt oder warum Gott schweigt. Unsere Bibelstelle finden wir weiterhin im 4. Mose Kapitel 2 in den Versen 32
bis 33. Also zwei Bibelstellen, 4. Mose Kapitel 2, Verse 32 und 33. Und zwar heißt es da Folgendes: Das sind die Gemusterten der Söhne Israel nach ihren Vaterhäusern. Alle Gemusterten der Lager nach ihren Heeresverbänden waren 603.550. Aber die Leviten, jetzt wird spannend, wurden nicht unter den Söhnen Israel gemustert, ganz wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Und die Söhne Israel taten nach allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. So lagerten sie sich nach ihren Abteilungen, und so brachen sie auf, jeder nach seinen Sippen, bei seinem Vaterhaus. Man könnte es erst einmal so nett überlesen, ohne zu merken, wie es den Leviten wohl ergangen sein mag. Stellt euch mal vor, vielleicht erinnert ihr euch an die Schulzeit, kannst du mal bitte die Kamera runterrücken auf meine Füße. Es gab in der Schulzeit manchmal ja im Sportunterricht, dass man zwei Mannschaften wählen musste. Und vielleicht haben deine zwei Kumpels haben gewählt. Und wenn du sportlich warst, dann haben sie dich vielleicht schnell gewählt. Wenn du nicht ganz so sportlich warst wie ich war eher Durchschnitt im Sport, dann, du weißt ja, man hat also ausgesucht, wer als erstes kommt und wer, die anderen sind von der anderen Seite gekommen und wer den Fuß dann zuerst reinbrachte, durfte als erster wählen und so weiter. Kennt das alles, wie das war. Und dann bist du vielleicht, wenn du nicht ganz so sportlich warst, vielleicht sind nur lauter sportliche Leute gewesen, aber wenn du nicht ganz so sportlich warst, dann kamst du vielleicht als Vorletzter oder als Letzter in die Wahl. Und du warst ein bisschen die Verlegenheitswahl, du warst ein bisschen die Verlegenheitslösung. Kann sich irgendwer hier, brauchst du nicht melden, aber kann sich irgendwer damit identifizieren, wie es für dich sich anfühlte, so lange beim Wählen übersehen, übergangen worden zu sein? Und jetzt frag dich mal, wenn es so war, dann kannst du den Leviten nachfühlen. Überleg dir mal, wie es wohl damals für die Leviten gewesen sein mag, als das Wort des Herrn an Mose erging: Zähle das Volk. Gott hat es Mose gesagt: Zähle das Volk. Und an einem einzigen Tag ist diese Heldentat vollbracht worden, alle nach dem Stamm geordnet zu zählen. Nur, dass bei all dem geschäftigen Rumlaufen aller Israeliten an den Ort, wo sie sich gerade sammeln sollten, die Leviten übrig blieben. Die Leviten standen abseits. Sie wurden nicht gezählt. Sie durften sich nirgendwo groß sammeln. Sie waren nicht wirklich gefragt an jenem historischen Tag in der Geschichte Israels. Kannst du dir vorstellen, dass so ein Übergangenwerden bei dem, was alle anderen machen dürfen, ein bisschen mit deinen Gedankenspielchen spielen könnte? Kannst du dir vorstellen, dass eine solche Situation belastend ist für das Gewissen der zart beseiteten Leviten? Nun ja. Die Frage ist immer, wenn sowas passiert, wenn es da Stille gibt, wenn Mose nichts kommentiert, wenn Mose keine Rechtfertigung, keine Begründung gibt, wenn das Schweigen ist, dann fragt man sich: Stimmt noch alles mit mir in meiner Beziehung zum Leiter? Warum hat er mich, warum hat er uns da übergangen? Und bis zu einem gewissen Grund ist es normal, denn Kommunikation zeigt man ja so, dass man Wertschätzung zum Ausdruck bringt, dass der andere einbezogen wird. Das ist zentral für unser Empfinden, dass man durch Kommunikation den anderen mit einbezieht. Und Levi wurde einfach nicht mit einbezogen hier. Beispiel: Ehepartner haben einen Streit miteinander. Am nächsten Tag gehen sie in die Arbeit, ohne dass der Streit sich aufgelöst hätte. Sie kommen heim von der Arbeit. Der eine sagt: Hallo, wie geht's dir? Gut. Und wie war dein Tag? Auch gut. Er lügt, sie lügt. Der Tag beider war nicht gut. Aber sie haben die eigentliche Kommunikation miteinander so gut wie abgebrochen. Sie haben so ganz bewusst keine Wertschätzung gezeigt. In dem, was sie gesagt haben, haben sie alles gesagt ohne Wertschätzung. Sie haben eigentlich nichts gesagt. Und obwohl sie Worte gewechselt haben, haben sie im Grunde darüber geschwiegen, was sie emotional beschäftigt. Hallo, wie geht's? Gut. Wie war dein Tag? Gut. Oder auch nicht so. Jesus hat was Interessantes gesagt in Johannes 15, 15. Und da sagte er: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Jesus hat die Jünger einbezogen in seine Kommunikation. Kommunikation ist der Herzschlag unserer Wertschätzung füreinander.
Uns ist im Wesentlichen unser normales, gewohntes Mittel, um die Gesundheit einer Beziehung herauszufinden. Wir können sie erspüren anhand der Kommunikation. Und doch gibt es Gelegenheiten, wo wir uns das Bewusstsein, dass die Beziehung in Ordnung ist, bewahren müssen, aus Glauben. Wir müssen sie uns bewahren, obwohl es Schweigen gibt, obwohl nichts erklärt wird. Und ich möchte es an einem Beispiel erläutern. Es gab eine Begebenheit im Zweiten Weltkrieg, wo eine Kompanie alliierter Soldaten auf eine Insel im Südpazifik geschickt worden ist, mit dem Auftrag, die Japaner auf dieser Insel zu bekämpfen und die Insel einzunehmen. Es gab in dieser Kompanie drei Heereszüge. ABC, Alpha, Bravo, Charlie. So nannte man die drei Heereszüge. Und der Zug Alpha hatte deutlich die stärkste Kampfkraft und die besten Soldaten. Natürlich hatten sie auch das entsprechende Ego. Sie glaubten, dass sie die Besten waren und sie erwarteten, dass sie nach ihrer Landung die Kompanie anführen würden auf ihrem Weg durch den Dschungel. Doch zur Überraschung wurde der Heereszug Bravo an die Spitze eingesetzt. Ihnen folgte der Zug Charlie und ganz zuletzt kam die Elitemannschaft Alpha und als sie da so marschierten, hinten dran, waren die Soldaten von Alpha tief beleidigt. Als schon die Hälfte der Insel durchkämmt war, war noch immer kein japanischer Feind zu sehen. Der Befehlshaber hatte das Empfinden, dass Bravo jetzt schon lange genug an der Spitze marschiert war und er verlegte den Heereszug Charlie, bekannt als den Allerschwächsten, an die Spitze. Diese offensichtliche zweite Demütigung versetzte die Elitesoldaten im Heereszug Alpha erst recht in Rage. Und es kam noch schlimmer für sie, viel schlimmer. Denn nach einer Weile, in denen Charlie nun an der Spitze marschiert war, bereit für den ersten Feindkontakt, gab der Befehlshaber eine neue Order, nämlich, dass Charlie jetzt ganz nach hinten geht. Und gewiss wäre jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen, dachten sich die Elite-Soldaten von Alpha, dass sie an die Spitze kämen. Doch der Befehlshaber verlegte stattdessen den Heereszug Bravo wieder an die Spitze. Die Soldaten von Alpha waren erzürnt und tief demoralisiert. Doch was sie nicht verstanden in ihrer kleinen Sicht der Dinge, was in ihrer Sklavenmentalität nicht verstanden, war die Weisheit ihres Befehlshabers, der bereits vermutet hatte, dass sich die Japaner ganz am anderen Ende der Insel befinden würden, dass dort der eigentliche Kampf stattfinden würde. Und weil er total an den Heereszug Alpha, an seine besten Leute glaubte, deswegen schonte er sie für später, und erlaubte nicht, dass sie all ihre psychische Energie und auch ihre Kräfte damit aufzehrten, dass sie angespannt an der Spitze durch den Dschungel marschiert wären, damit rechnend, überraschend aus dem Hinterhalt den ersten Feind Kontakt abzubekommen. In der Tat hat der Befehlshaber die Leute von Alpha mit seiner Entscheidung geehrt, während sie tief und fest davon überzeugt waren, dass er sie verunehrt hatte. Was geht wohl in den Gedanken eines Leiters, eines Vaters? Oder was geht auch, anders gesprochen, in den Gedanken Gottes vor, wenn dieser gerade schweigt? Vielleicht ist das dir nicht bewusst, aber es sagt eine Menge aus über dich, was du in diesem Moment für Schlussfolgerungen ziehst. Schlussfolgerst du in einer solchen Situation, wo er so handelt, dass es für dich nachteilig wirkt, dass er wohl etwas gegen dich haben muss? Oder schlussfolgerst du anders? Denkst du dir, irgendetwas Wichtiges steht gerade bevor? Ich sollte mich besser auf die gleiche Ebene beim Leiter begeben, denn bestimmt hat er was für mich. Bestimmt ist was Gutes geplant. Was denkst du? Denkst du das Negative? Nimmst du das augenscheinlich Nachteilige an? Oder glaubst du immer noch das Beste, auch wenn es anders ausschaut? Es gibt eine Polizistenausbildung, wo die Anwärter durch ein hartes erstes Ausbildungsjahr gehen und dabei keinerlei Bestätigung bekommen vom Ausbilder. Die Ausbilder und Vorgesetzten sind dazu angehalten, bewusst kein Lob und keine Anerkennung für richtiges Verhalten auszusprechen. Und du kannst dich fragen, warum? Weil man zukünftige Leiter bewusst davon entwöhnen will, von einem Menschen Anerkennung zu erwarten und zu suchen. Man will, dass sie innerlich damit zufrieden sind, eine Aufgabe gut zu machen, schlicht und ergreifend deswegen, weil sie die Aufgabe gut gemacht haben und nicht,
weil ihnen jemand anders sagt, dass sie die Aufgabe gut gemacht haben. Das ist hart, aber eine wichtige Beförderung. Und so bekommt man Leute, die irgendwo weit weg einsetzbar sind, die trotzdem dort einen hervorragenden, eigenständigen Job machen, weil sie es gelernt haben, davon befriedigt zu sein, wenn sie eine Aufgabe gut machen, ganz egal, ob ihnen jemand auf die Schulter klopft oder nicht. Wie sieht eine solche Beförderung nun in einer Gruppe von zu fördernden Mitarbeitern aus? Nehmen wir an, du hast eine Gruppe von Menschen, die du förderst. Sei es eine Familie, Kindererziehung, sei es eine Studentengruppe, sei es eine Mitarbeitergruppe, sei es eine geistliche Gruppe. Zunächst gilt es herauszufinden, wer in besonderem Maß die Anerkennung seiner Mitarbeiter oder seines Leiters braucht. Manche brauchen das, manche nicht so sehr. Manche sind so sehr gefestigt, dass sie nicht regelmäßig eine solche Anerkennung brauchen, obwohl sich natürlich jeder über Anerkennung freut, das ist ganz klar. Wenn nun jemand ganz dringend diese regelmäßige Anerkennung braucht, so ist es wichtig, eine Weile diese Wunde zu heilen, gezielt anzusprechen, wo man die Bestimmung sieht von Gott her. Nicht nach den eigenen Wünschen, nicht von dem, was gebraucht ist, sondern von dem, wo die Bestimmung liegt von Gott her. Ich sehe das in dir. So kann man die schlummernden Schätze dann für die Person auspacken. Und nach dieser gezielten Zeitspanne von gezielter und bewusster Anerkennung, Wertschätzung und Heilung der Selbstwertwunde, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wir können loben und loben, wir können anerkennen und anerkennen. Gott möchte, dass wir vor allem lernen, das anzusprechen ineinander, wovon Gott der Schatz ist. Nicht nur loben, wenn einer eine Kleinigkeit gut macht oder was mitbringt oder mir hilft oder was, sondern dass wir erkennen, wo ineinander der Schatz liegt und das ansprechen. Und wenn wir das angesprochen haben, vielleicht sogar mehrmals angesprochen haben, dann ist es wichtig, dass wir ganz bewusst mit unserer Anerkennung uns zurücknehmen, dass wir damit sparsamer und seltener die zum Einsatz bringen, um der Person begreiflich zu machen, dass man als Leiter auch dann an die Person glaubt, wenn man still ist. Wie sich im Fall der Leviten herausstellte, hatte Gott einen großartigen Plan mit ihnen, keinen kleinen Plan. Er wollte ihnen als priesterlicher Stamm einen Ehrenplatz geben, aber interessanterweise hat er das ihnen nicht gleich vorweg gesagt. Wenn die Leviten ein verwundetes Selbstwertgefühl gehabt hätten, so hätte es für sie so ausgesehen, als ob sie von Gott übergangen worden wären. Aber es war anders. Es war nicht so, dass sie nicht als Krieger genug taugten, dass sie gezählt werden hätten können als Krieger. Nein, sie hatten eine besondere Aufgabe, eine ehrenvolle Aufgabe. Man sieht, dass Gott ihnen eine besondere Ehre, eine besondere Anerkennung geplant hatte für sie. Und ich möchte, dass du verstehst, dass es mehr Glauben braucht, um Gott zu vertrauen, wenn Gott gerade schweigt, als Gott zu vertrauen, wenn er was Radikales von dir fordert. Als Gott zu Abraham sagte, geh hin und opfere deinen Sohn, da war die Anweisung klar, es war schwer, aber Abraham konnte es machen. Weißt du, was die schwersten Jahre für Abraham waren? Die über 10 Jahre, es waren fast 13 Jahre, wo Gott geschwiegen hat nach dem Malheur mit Ismael. Hat Gott kein Wort mehr gesagt. Es war, wie wenn Gott nicht mehr da wäre, wie wenn Gott keinen Kontakt mehr hatte. Und Abraham, natürlich hatte Abraham auch was ausgefressen gehabt, aber Gott stand immer noch zu Abraham. Und Abraham musste angesichts des Schweigens Gottes vertrauen, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist, dass Gott immer noch mit ihm ist. Das hat ihn gedehnt und hat ihn gestreckt. Hiob wäre mit dem Leiden klargekommen, aber nicht mit Gottes Schweigen. Und Hiob musste, ohne zu verstehen, Gott weiter vertrauen. Teil der Reife und des Wachstums ist es, dass wir und auch die Menschen, die wir fördern, dass wir ihnen nicht ständig Anerkennung und Lob geben. Der Vater im Himmel sprach zweimal deutlich zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber Gott hat es ihm nicht ständig gesagt, nicht auf Schritt und Tritt. Es ist schön, wenn wir Lob und Anerkennung bekommen, aber es gehört zur Reife, dass wir lernen, auch ohne dem auszukommen und ohne zu argwöhnen, die Beziehung hat sich wohl verschlechtert.
Wir brauchen dasselbe Vertrauen zu Gott in den Zeiten, wenn er schweigt, wie in den Zeiten, in denen er uns Dinge erklärt. Es ist ein Paradox. Obwohl wir alle ein Bedürfnis haben, gelobt zu werden, will Gott uns dazu erziehen, zu vertrauen. Und obwohl wir das Schlechte annehmen könnten, das Gute anzunehmen, auch wenn wir nicht gelobt werden oder Dinge sofort verstehen. Diese Haltung nennt man Glaube. Ich möchte euch nun einen YouTube-Videoclip vorspielen und ich werde die Livestream-Übertragung jetzt beenden, weil jeder von euch jetzt auf die YouTube-Seite gehen kann und den Videoclip sich selbst anschauen kann, der diese Sache illustriert und veranschaulicht. Wir beenden also jetzt unsere Livestream-Übertragung und schaut euch jetzt noch den YouTube-Clip an. Geht auf www.youtube.de und geht auf den Videoclip. Gebt ein Karate Kid Training German. Karate Kid Training German. Ich gebe es kurz in den Livestream rein. Du findest dann zwei Videos, die du dir in Ruhe anschauen kannst. Das erste Video dauert 9 Minuten, das zweite, glaube ich, auch sowas. Aber die Lektion ist beim zweiten Video in den ersten 3 Minuten um. Manche von euch haben vielleicht diesen Clip schon gesehen. Es ist, finde ich, einer der ganz großen, lehrreichen, aufschlussreichen Videoclips aus einem schon ein bisschen älteren Kinofilm. Und schaut euch das einfach noch an. Nächsten Sonntag, 17 Uhr, sind wir wieder online und live hier nächsten Sonntag um 16:30 Uhr. Eine ganz gesegnete Woche und schaut euch das jetzt noch an.